Wunderschönen guten Morgen. Hey. Ja. Da ist er, der Kollege. Am Montagmorgen, den 27. glaube ich war es. Ich sattel gerade um. Stichwort 8 Achsen. Dann fahre ich nach Pirmasens, Winzeln, dort steht unser 926, ich habe schwere Aussprache heute Morgen. Der geht rüber nach Petersberg, dann fahre ich wieder nach Bundenbach, wo ich die Mulde am Samstag geholt hatte. Der 946, der muss nach Landstuhl zur Lieper. Dann fahre ich nach Weilerbach, setze in Weilerbach die Planierraupe um. Und dann lade ich dort auch gleich den Radlader in L556. Der geht nach Sembach hoch auf den Heuberg bei den Amis. Heute, wenn es gut läuft, bin ich gegen 15 Uhr fertig. Nee, Spaß. Es wird heute Abend wieder. Keine Ahnung. Spät halt. Und das ist kalt draußen. Geht auch so ein richtig schöner eisiger Wind. Ich halte kurz wieder raus hier. Lackung haben wir schon an. Jetzt nicht auf.
anderthalb Stunden unterwegs bis nach Bundenbach. Ich fahre hoch bis, fahre die A62 hoch bis zur Abfahrt Freisen. Dann fahre ich Freisen, Ida-Oberstein auf die B41, dann rüber nach Kehren, von Kehren aus dann Bundenbach rüber. Lässt sich eigentlich gut fahren, bis auf die letzten 20 Kilometer. Dann gar nicht schön, aber gut, ist halt so. Ich habe ein paar Bilder hier.
blöde Backe, ey. Das ist ja krass. Cool. Passt. Perfekt. Direkt anfangen zu laden. Jetzt frage ich mich nur, soll ich ohne laden? Obwohl, bleib hier, ich stehe einfach. Fahr so weit vor, dass die Einfahrt frei ist. Gut. Da steht das Ding. Wie sieht der Zylinder aus da vorne? Der sieht aber nicht. Können fast meinen, das wär Rost, oder? Egal, ich gehe schnell abhängen und dann laden wir den Apparat hier.
Hat schnell der Akku getauscht. Die Landstuhl bin leer. Jetzt fahren wir schnell rüber nach Weilerbach ins Hospital, setzen da die Planierraube um. Nach die Zeit, 14.20 Uhr haben wir es. Da rechts der Kleine, hatte ich gerade eben geladen. Den da. Kurz vorne über meine Rampen gerieben, da hat noch ein bisschen Dreck. Da hing noch ein bisschen Dreck. Ja, jetzt habe ich mir hier in den Stinkefinger einen Metallsplitter reingerammt. Ich habe direkt gemerkt, wo ist das Fahrzeug hin? Ist doch eben ein Fahrzeug drin hier. Egal, ich habe es direkt gemerkt. Ich glaube, ich habe ein Stück konnte ich rausziehen, aber so wie es aussieht und so wie es sich anfühlt, hatte der, egal, das sage ich jetzt nicht, auf jeden Fall steckt da noch etwas drin. Auf jeden Fall steckt da noch etwas drin. Lauter gucken. So. Raube umgesetzt, Radlader geladen. Sorry, Kamera beim Auto. Dreh ich hier. Dann fahren wir noch nach Heuberg. Hallo. Heuberg, Nussembach, auf der Heuberg oben bei den Amis. Die Housing dort. Feierabend. Was denn wohin, Jude?
die zweite. Warum geht hier nichts weiter? Ich setze auf. Augenblick.
Ah, nee, das bin ich. Nee, Spaß. 10 nach 5. Da drüben steht Radlade. Noch jetzt nach Hause. Das nervt mich hier, das Teil. Sorry. Das nervt mich hier, das Teil. Ach, morgen gibt es, weiß ich nicht, einen Plan. Ist doch gar nicht verkehrt. Das Gummi hier drückt sich mehr hoch.
Kurbel. Lade. Lass doch mal gucken gehen. Interessiert mich jetzt einfach mal, was das Teil hier wiegt. Der sieht nicht so groß aus, ne? Wie der 130er. Der sieht eine Nummer kleiner aus. So, hier stelle ich den Bagger her. Ja.